Wir stehen hier bei einem Betrieb im Berchtesgaden, einen der Hauptbetroffenen von den Sturzregenfällen der letzten Tage. Was Sie hinter mir sehen, wäre eigentlich eine Wiese. Es ist keine Wiese mehr, sondern die Geröllmassen, die vom Berg runtergekommen sind, haben hier sehr vieles kaputt gemacht. Fischteich weggespült. Auch in die Ställe ist einiges kaputt gegangen, vor allem aber es sind viele Futtervorräte auch verdorben. Auch wieder ein neuer Einsatz mit Stermaschinen. Vom Hochwasser mit Geröll überschüttete landwirtschaftliche Nutzflächen werden wieder durch Rekultivierung nutzbar gemacht. Viele Maschinen hatten sich hier versucht, aber keine brachte den erhofften Erfolg. Stermaschinen helfen hier in zweifacher Hinsicht. Die Weideflächen werden wieder nutzbar gemacht. Durch die Zerkleinerung der Kalksteine wird die Bodenstruktur durch die Freisetzung kalkhaltiger Substanzen enorm verbessert. Es wird der Aufbau organischer Substanz gefördert und gleichzeitig die Wasserhaltekapazität des Bodens erhöht. Außerdem wirkt sich eine gute Kalkversorgung des Bodens positiv auf die Wurzelbildung der Pflanzen und die Nährstoffverfügbarkeit aus, wodurch die Trockentoleranz und Nährstoffeffizienz der Bestände erhöht wird. Dazu der Erfahrungsbericht von Bernhard Heitauer, dem erfahrenen Spezialisten aus Bischofswiesen im Berchtesgadener Land. Ja, heute sind wir mit der Fräse von der Firma Ster bei der Familie Angerer in Bischofswiesen. Da hat es beim Hochwasserereignis im Juli ziemlich viel landwirtschaftliche Fläche zerstört. Das meiste wurde aus der Wiese bereits geräumt und da, wo es halt gröber ist, wo viele Steine sind, sind wir heute einfach mal mit der Fräse draufgegangen, um die Fläche landwirtschaftlich wieder nutzbar zu machen. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden und ich sage an die Firma Ster weiter so. Und wir freuen uns schon auf das gute Gras unserer neuen alten Wiesen. Weitere innovative Ster-Ideen finden Sie auch unter www.ster.com und unsere Baumaschinenvideos unter www.ster.tv.